Hallo. Ein Textdokument füge ich am einfachsten über das Plus-Symbol hinzu. Neues Textdokument. Ein Titel. Und ich kann dann entweder einen Text eintippen oder einen kopierten Text einfügen. Den Text kann ich so wie im Office-Programm auch formatieren mit den gewohnten Möglichkeiten. Ich kann Aufzählungen anlegen oder auch Wörter fett markieren. Möchte ich ein Bild hinzufügen, kann ich das über das Bildsymbol tun. Ich wähle das Bild aus, bekomme eine Vorschau, kann auswählen, ob das Bild links oder rechts von Text umflossen werden soll. Möchte ich das nicht, lasse ich es auf Inline. Und ganz wichtig, ich kann die Größe auswählen, in der das Bild erscheinen soll. Bin ich zufrieden, klicke ich auf Einfügen. Das Bild erscheint in meinem Text und ich kann dann die Bearbeitung des Textes fortsetzen oder, wenn ich zufrieden bin, auf Speichern klicken. Das Dokument wird gespeichert und eine Vorschau wird gerechnet. Im Vorlagenordner können Textdokumente als Vorlagen angelegt werden. Der Text der entsprechenden Vorlage kann nachher in anderen Dokumenten wiederverwendet werden. Beim Bearbeiten eines anderen Textes klicke ich auf das Vorlagensymbol und wähle die Vorlage aus. Ich erhalte eine Vorschau auf den Text und diese wird beim Klicken auf Einfügen in das aktuelle Textdokument hineinkopiert. Vielen Dank!